Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Dragon Quest Builders 2. Wir haben das letzte Mal hier angefangen mit dem Restaurant. Ich hoffe zumindest, dass es eins wird. Und waren ja noch voll dabei, dass das hier auch eine Küche wird. Ich habe jetzt halt schon mal ein paar Sachen hergestellt, die ich auch noch hier irgendwie mit hinbringen möchte. Jetzt bist du drei breit, ne? Du bist ja ein dummes Ding. Ah, warte mal, das können wir da hinstellen? Jawohl, perfekto. So, daneben packen wir noch Feuerholz und vielleicht einen Weizensack hier hin. Dann müsste das jetzt normalerweise schon eine ländliche oder was weiß ich was Küche werden. Eigentlich sollte es. Ja gut, vielleicht fehlen auch noch die zwei Dinger hier. So. Jawohl, gigantische einfache Küche haben wir jetzt halt nämlich hier. Das heißt, wir haben hier drüben das normale, auf dem Feuer geröstete Zeug. Hier haben wir Küche. Und was machen wir denn da noch her? Wir könnten hier. Oh ja, komm. Wir machen hier noch. So, eine steinige Erde. Machen wir eine steinige Erde. Habe ich überhaupt Pilze da? Weil ich würde nämlich gerne hier noch Pilze herstellen, aber ich glaube, da habe ich gar keine, ne? Ist egal. Wir machen aber auf jeden Fall hier noch Pilze mit her. So, das Ganze dann vielleicht ein bisschen eingefasst. Was könnte man... Was ist denn eigentlich damit? Kann ich da... Das geht nicht, ne? Ziel erfüllt. Ja, das freut mich für dich. Machen wir. Nee, nicht einen Lattenzauntor, sondern... Fenster sind mittig. Ich könnte solche Teile wieder machen, zwei Stück. Schauen wir mal, wie das ausguckt. So, ich mag nicht immer außen rumlaufen. Machen wir mal da eins her und dort eins hin. Weil die können ja dann von der Seite auch hin. Die Ausrichtung ist eigentlich total egal jetzt halt in dem Fall. Das soll ja nur als Deko gelten. Aber ich glaube, ich habe keine Pilze. Und wenn, ich wüsste auch nicht, wo ich sie habe. Das ist das Problem. Oh, können wir die da vielleicht auch noch irgendwo mit hinhängen? Bananen. Ne, ist egal. Komm. Ich baue einmal nach Gegenstände, dann schauen wir einfach mal, wo wir die Pilze haben. Und zwar hätte ich gerne Mormarone zwei Stück. Und zwei davon. Ich hoffe, das funktioniert. So. Nein, die kann ich nicht setzen. Oh, verdammt. Jetzt habe ich gedacht, dass ich die platzieren kann. Warte mal. Ich verwechsel die auch immer wieder. Weil es gibt ja die unterschiedlichen. Es gibt die, die man... Ha? Es gibt die, die man platzieren kann. Ach so, oder warte mal. Vielleicht kann ich sie auch nicht auf dem steinigen platzieren. Das kann jetzt auch sein. Trisspilz, gedrückt halten, Werkzeugmenü. Nee, die kann ich echt nicht platzieren. Das ist ja total... Oder kann ich die nur auf einem bestimmten Boden oder sowas platzieren? Dass es ein Gras sein muss? Nee. Okay, das haut nicht hin. Dann habe ich euch jetzt umsonst gekauft. Geh nochmal rein, erbaue einmal nach Gegenstände, gucken wir nochmal. Oh ja, wir brauchen Fässer auch noch. Ich frage mich, wie ich das sonst gemacht habe, immer mit den Pilzen. Da haben wir wieder Banane und sowas. Ah, vielleicht die hier. Mormaronen. Die hier werden das sein.
So. Nein. So, jetzt. Yes, es funktioniert. Gigantische einfache Küche. Ja, weiß ich. Okay, dann haben wir hier nämlich unsere Pilzzucht. Da kannst du auch einen hinmachen. So. Und dann könnten wir... Schauen wir mal, ich glaube, ich habe sogar noch welche von den Fässern. Hoffe ich. Wenn nicht, dann baue ich mal schnell welche. Ne, ich habe keine. Fässer, Fässer? Oder war die weiter oben? Warte mal. Wir brauchen ja eh einige Sachen. Wir brauchen eine Pilzplatte. Das ist ja eigentlich nicht immer schlecht, dass ich dann die Momaron die Trisspilze habe. Dann können wir nämlich gleich zwei bauen. Wunderbar. Dann können wir machen einen Brotkorb. Dann machen wir... Oh Gott, nichts davon geht, ne? Biskuitkuchen. Warte mal. Was können wir denn noch herstellen? Ein Topf können wir auf jeden Fall noch mit hinstellen. Weil der muss auf dem Herd. Pfanne, wenn es geht. Pfanne, Pfanne. Wir könnten noch einen Krug nehmen. Karaffenkollektion. Sondern stellen wir mal ein paar von den Töpfersets her. War die ja nicht da? Oder war die hier? Ah, ihr wart hier. Dann machen wir gleich einmal. Keine Ahnung, ich mache jetzt mal 10. So, dann könnten wir sogar noch eine Schlachtplatte machen. Und wir können noch machen eine ein Reistaschenarrangement. Okay. So. Anschlagtafel habe ich auch schon lange keine mehr aufgestellt. Mal gucken, kommt natürlich nicht da rein, das ist klar. So, ihr könnt weg. Das kann weg, das kann weg. Dann tun wir mal raus das hier und... Das war's? Nee, wo ist die Fleischplatte? Oder hatte ich da eine? Das kann jetzt natürlich auch sein. Da hatte ich eine. Okay. So. Du kommst hier hin. Eine... Ihr habt schon gekocht. Das ist ja super. Jetzt haut mir das ganze Zeug wieder damit rein. Mensch. So, dann machen wir hier mal Brot. Das da. Wir machen eine Fleischplatte und wir machen... Okay, das habe ich gegessen. Das kommt dann dahin. Dann können wir hier in die Mitte vielleicht noch so ein Ding... Oh, so ein Ding setzen. So. Die Alkoholiker. So. Und jetzt einfach dahin. Ich weiß nicht, was der Buffettisch genau drauf braucht, dass es als Buffettisch zählt. Keine Ahnung. Ist aber auch egal. Dann schlafen wir mal ganz kurz. Das wird immer so sauschnell Nacht. Hoffentlich muss ich hier niemals die Musik rausschneiden. Ich hatte nämlich jetzt ein Problem wieder bei einem anderen Spiel. Medieval Dynasty, da musste ich tatsächlich bei 3 Parts Musik ausschalten, obwohl in allen Parts Musik ist. Wundert mich auch. So. Das Brot nehme ich mir gleich. Dankeschön. 35, das ist doch gut. Jawohl, dann habt ihr nämlich auch endlich was zum Essen da, ne? So, wegen Schrank könnten wir mal noch gucken, weil wir könnten diesen einen Eisenschrank, habe ich den überhaupt noch einstecken? Den könnten wir dann nämlich auch hier mit platzieren. Habe ich nicht mehr, ne? Nee. Habe ich nicht mehr. Okay, dann lasse ich das. Dann machen wir vielleicht höchstens noch eine zweite Truhe hin.
dass wir hier eben Zutaten hinstellen können. Zutaten reinmachen können und dann passt es schon so. Das da, das da. So, da noch eins. Das schaut bloß dann komisch aus, wenn die Tasse nach vorne ist. Ne? Ja, so ist schon besser. Ja, machen wir es halt so. Ist egal. So, hier noch. Und da noch. Damit haben wir gigantisches Esszimmer. Jetzt ist nur die Frage, zählt es jetzt als Restaurant oder nicht? Ich glaube es nicht. Nee. Okay. Ist aber auch egal. Wir haben jetzt hier eine Küche, wir haben da Essplatz. Ich denke, das passt. So, hauen wir mal hier noch das Holz gar rum. Muss ich zwar dann immer außen rum gehen, aber das ist ja egal. Tja, Edge. Leider mit die Abkürzung nehmen. Verdammt. Es ist schön, wenn ihr kocht. Gut. Damit hätten wir zumindest schon mal das Ganze ein bisschen eingefasst. Hier würde ich sagen, machen wir gar nicht irgendwas hin an die Fenster. Das lassen wir so, wie es ist. Passt es doch, ne? Dann könnt ihr fleißig kochen. Oh, Kürbiskuchen, schön. Könnt ihr fleißig kochen? Jawohl, so mag ich das. Jetzt läuft's und dann meckert ihr nämlich auch nicht rum wegen Essen und so weiter. Gut, gehen wir mal in den Bauermodus, weil dann schauen wir mal, dass wir hier noch das Holz gar rumziehen. Das dauert jetzt bloß wieder ein bisschen. Warte mal, ich möchte ja sehen, wohin. Und ich denke mal, dass ich da auch dann einen Halbboden mache. Oh, habe ich nichts mehr, ne? Immer her mit euren Herzen. Jetzt muss ich halt leider immer außen rumlaufen, aber gut. Halt. Ich glaube, ich habe nichts mehr, ne? Ein Holz. Nee, habe ich nicht mehr. Schauen wir mal, ob 20 Stück reichen. Schau mal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22. Ne, super. Okay. Dann machen wir eben nochmal 10. So, ihr werdet alle weiß. Ja, weiß. Weiß und blau ist nicht schlecht. So, einmal der Bauer bitte. Bin mal gespannt, ob ich mich verzählt habe. Müsste noch 8 Stück übrig haben dann. Jawohl, passt. So, wir ziehen hier den Balken rein. Den mache ich jetzt auch gleich von hier aus. Halt. Nee, auch nicht. R bitte. Flache Meißel. So, dann hätten wir das so. Jetzt habe ich noch genau 4, ne? Ja gut, wir könnten ja einfach da nochmal einen Balken rüberziehen und fertig. So, dann habe ich die weißen Hölzer nämlich auch weg.
Dann können wir das hier vielleicht ein bisschen flacher machen. Hier die Grillecke. Warte mal, ich brauche unbedingt eine Leiter, dass ich da hochkomme. Leiter, wo bist du? Da. Wo mache ich die? Da haben wir drei, ne? So, dann machen wir hier ein Flachdach. Flachdach, Flachdach. Jetzt sitzen die Fragen. Ja, oh, 58 Stück habe ich davon. Das ist cool. Okay, dann warte mal. Dann. So. Jetzt, wenn ich nur so hingehe, dann dreht es das, ne? Das gerne alles jetzt in die Ausrichtung haben wollen und lassen wollen. Nein. Jawohl, das ist doch gut. Dann hätten wir hier das bisschen abgeflacht und da machen wir ein normales Dach. Das heißt normal, ne? Dann... Ja. Da werde ich mit Sicherheit auch noch mal welche brauchen. Im Grunde würde mir das als einfaches, kleines Dach, also nicht höher, würde mir das eigentlich schon reichen. Aber ich bin mir noch nicht sicher, wie das denn ausschaut. Wo werden denn die hier platziert? Oben, ne? Nee, das ist nichts. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Warte mal, da mache ich das mal hier wieder weg. Wie ist es denn, wenn ich das ziehe? Verdammt. Das dachte ich mir. Okay, das haut nicht hin. Und wenn wir da oben auch nochmal Holz mit reinziehen, allerdings irgendein anderes, da habe ich 47. Warum nicht einen hellen Holzboden? Why not, ne? Ja, und das Ganze dann angeschlitzt. Muss ich auf jeden Fall nochmal welche herstellen, aber das ist egal. Ups. Immer wieder, ne? So, Holzboden, Holzboden. Wo bist du? Da. Ach, ich habe noch 100 Stück. So, warte. Dann machen wir die erst einmal zu weiß. Ich denke, von hier aus kann ich es machen, oder? Na doch. Das geht schon. Ich weiß ja noch mal, ob ich das schlitzen muss unbedingt. Muss nicht sein, denke ich. Ne? Das können wir auch so lassen. Dann sieht man vor allem diesen Dachbereich nicht. Also hier seitlich diese Farbe hier. Und ich glaube, hier oben drauf muss ich auch gar nichts mehr machen. Das passt mir so.
Ja, das ist doch gut. Das ist doch gut. Als Deko könnte man noch was reinmachen. Ich soll jetzt hier immer außen rumlaufen, aber gut. So schlimm ist es nicht. Nein, ans Färbefass bitte. Und zwar brauchen wir in Blau die Säulen. Habe ich da keine mehr? Da habe ich anscheinend keine mehr. Hier. Doch, 101 Säule habe ich da noch. Und wo ist er? Ach, da. Okay. 3, 6, 9, 12. Ich mache mal 15. Ja, 15 Stück machen wir mal. Obwohl, die sind immer 4 hoch, ne? Dann bräuchten wir 16. Weiß ich, vielleicht brauche ich auch mehr. Mal gucken. Warte mal, da muss ich mich da hinstellen. Ja. So ein bisschen als Eckenbrecher. So, und eins noch, dann dahin. Da nicht. Und da passt es eigentlich. Ja. Das taucht. So, dann schau mal. Kannst du irgendwie eine Deko oder irgendwas noch dran machen? Also ein Licht wäre nicht schlecht, ne? Hier drin. Wir könnten hier allerdings auch wieder mit den ganz normalen Lampen arbeiten. Da hinten brauchen wir nichts. Könnten wir da noch eine hinmachen. Und da noch eine. So, dann haben wir das doch schön beleuchtet. Zack. Schauen wir mal, ob der Leuchter nicht ein bisschen zu groß ist. Geh mal ins Erbauerglas. Vielleicht bei den Esstischen. Machen wir da einen hin. Ja, dann ist es doch wesentlich schöner beleuchtet hier. Und hier vielleicht dann auch noch einen kommen. Was soll der Geiz? Na. Du nochmal weg. Machen wir dich lieber dahin. Ja. Das ist gut. Dann haben wir es doch hier schön beleuchtet. So, machen wir noch irgendwas hin. Vielleicht noch die Blumenpötte, dass wir hier noch ein bisschen Pflanzdeko haben. Ich weiß bloß nicht, ob das funktioniert. Hier unter der Lampe. Nein, funktioniert nicht. Habe ich mir gedacht. Na gut, dann können wir es aber auch dahin machen, ne? So, eine Topfblume. Wir machen hier noch eine Topfblume. Da machen wir noch eine. Und da machen wir noch eine. Nein. Dahin. So. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. So. Weg, weg. Ihr könnt weg. Die Kisten können weg. Die Leitern können weg. Und dann würde ich sagen, taucht mir das schon mal so. Ich denke nicht, dass ich da jetzt noch viel mehr andere Sachen machen muss. Das lassen wir einfach so mit dem Mäuerchen. Ich finde es okay.
So, schmeißen wir uns mal wieder ins Bett. Es ist schon wieder Nacht. Ich bekomme das manchmal überhaupt nicht mit, dass es Nacht wird. Weil ich dann so im Fieber bin vom Bauen. Im Baufieber, im Bauwahn. So, wenn da noch was dekorieren, dann außen. Außen, außen. Habe ich eigentlich Kakteen einstecken? Nee, ne? Saftige Blätter. Stechpfirsich-Kaktus. Da könnten wir vielleicht mal welche hin platzieren. Hortensien sind ja eigentlich eher für die Wand. Die Dinger, die fallen halt leider immer zusammen, ne, ist das Problem. Also die kann man zwar kurzzeitig hinstellen als Deko, aber die verschwinden dann halt. Die brechen dann in sich zusammen im Grunde. Heilpflanze. Gras, Weizengras. Puh. Ich würde sagen, wir machen hier auch Pflanzen. Bei den Fenstern. Ich finde es nämlich recht schick, wenn das davor nochmal bepflanzt ist. Mache ich natürlich nicht überall. So. Ein paar Büschle daneben. Überall dazwischen. Wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich rennen. Okay, und einpflanzen unterschiedliche Sachen. Wir machen so ein paar Kaktusse hin. Kakteen. Nicht Kaktusse, sondern Kakteen. So, dann können wir ein paar Blümchen machen. Dann machen wir einfach mit bunt gemischt, oder? Ich habe leider nur keine schwarzen, das ist das Blöde. Na, komm. Nein, alles egal. Obwohl, komm, weg damit wieder. Gelb. Und dann noch eine blaue. So. Dann sollte das doch passen. Warum mache ich das nicht eigentlich mal ganz rum? Das wäre, glaube ich, auch mal ganz interessant, wenn ich das nicht einfach nur... So. Das ist zwar dann etwas komisch, glaube ich, aber einfach mal gucken. Hier dann das Gleiche. Warum stapft ihr eigentlich schon wieder hier so rum? Ne? Kannst du mal weggehen? Dann eben so. Hier steht mir nämlich eh nur im Weg rum. Ja, und hier nicht. Da lassen wir es mal. Aber hier vorne ist doch nicht schlecht, oder? Mal so ringsrum ein wenig begrünt. Das ist doch gut.
natürlich nicht. Was macht ihr hier? Warum seid ihr da? Ey, das ist so nervig. Also manchmal ist es wirklich nervig. Die haben eine riesengroße Insel, aber nee, wo hüpfen sie rum? Direkt bei mir. So, Moment, da nicht. Da können wir es mal unten hin machen. So. Und dann komme ich nämlich immer noch nach oben. Gut. Und damit bin ich dann für heute auch zufrieden. Very zufrieden. Very, very. Yes. Doch, wenn das alles begrünt ist, dann gefällt mir das irgendwie wesentlich besser. Manchen mag das vielleicht ein bisschen zu viel sein mit dem Pflänzle, aber ich mag's. So. Zack. Hier nichts, oder? Hier machen wir nichts, nee. Das wäre dann zu viel. Yep. Und wir könnten, na gut, das schaue ich mal, ob ich das noch mache, ob ich da tatsächlich noch einen Zaun hinmache. Hm, keine Ahnung. So, euch brauchen wir jedenfalls jetzt aktuell nicht unbedingt. Ihr könnt weg. Passt. Wunderbar. Leute, ich hoffe sehr, dass es euch gefällt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Wenn nicht, auch gerne ein Dislike, aber schreibt halt gerne dann mit rein, warum. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.